Das war die Veranstaltung Bürgerbegehren. Das war eine sehr große Tagung, eine Tagung, wo es um die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern ging und die Frage, sind eigentlich Großprojekte in der Bundesrepublik überhaupt noch durchführbar? Das war eine sehr lebendige Veranstaltung, die mir persönlich sehr viel Freude gemacht hat, wo ich viel gelernt habe und wo eines der zusätzlichen Highlights darin bestand, dass wir zum ersten Mal ein Akademiegespräch am See durchgeführt haben, eine Abendveranstaltung mit Heiner Geißler über Geißlers Erfahrungen mit Stuttgart 21. Das war sicherlich eines der Highlights. Dann ein weiteres Highlight war zum Beispiel das Kommunalpolitische Forum dieses Jahr, wo es um ein ganz zentrales Thema, nämlich die Sicherheit in Städten und Gemeinden ging, die Frage, welche Bedeutung haben die verschiedenen Bereiche, die sicherheitsrelevant sind, zum Beispiel Rechtsextremismus, zum Beispiel Alkohol auf öffentlichen Plätzen, zum Beispiel Extremismus oder auch Fußballfans in den Stadien. Das war eine ganz wichtige Veranstaltung, was aber wo wir den Tutzinger und sonstigen Interessierten die Möglichkeit geboten haben, die Akademie mal von innen kennenzulernen, nicht nur durchs Vorbeigehen und das Vorbeifahren, und wo wir einen ganz, ganz großen Zuspruch erfahren haben, viel Nachfrage, viele Besucher, die zum ersten Mal im Haus waren und die ganz begeistert waren. Das Jahr der Entscheidungen nennen wir es in der Akademie für politische Bildung. Jahr der Entscheidungen unter anderem zunächst mal bezogen auf Europa. Wir gehen davon aus, dass auch 2013 wichtige Entscheidungen bezüglich Europa gefällt werden. Das Thema Europa wird auch unsere Tagungen im Jahr 2013 begleiten und durchaus auch prägen. Und dann natürlich vor allem 2013 als Wahljahr, Wahlen im Bund, Wahlen im Freistaat Bayern. Wir werden das in verschiedenen Tagungen dieses Thema Wahlen behandeln. Zum einen macht zum Beispiel Dr. Schröder macht eine Tagung über Wahlberichterstattung für Journalisten. Ich mache gemeinsam mit Herrn Siegmund eine Veranstaltung über Wahlen und die Inhalte von Wahlen, aber auch über Wahlsystem und dessen Bedeutung. Eine Veranstaltung im April 2013, Wahlen in Bund und Freistaat. Und dann machen wir zum Ende des Jahres dann eine Aufarbeitung, eine Wahlanalyse. Wir planen selbstverständlich auch wieder für 2013 Akademiegespräche im Landtag, aber auch mindestens ein Akademiegespräch am See, das voraussichtlich im Sommer stattfinden wird. Das sind wichtige Veranstaltungen. Zusätzlich habe ich jetzt gleich zu Beginn des Jahres 2013 mit Frau Dr. Opitz zusammen eine Tagung, wo wir uns mit der gesellschaftlichen Position und Positionierung der Bundeswehr beschäftigen. Das wird am letzten Januarwochenende stattfinden, eine Tagung zum Titel Armee im Abseits über die Rolle und die Aufgaben der Bundeswehr im Wandel und die Frage, wie reagiert eigentlich die Gesellschaft auf die Bundeswehr in diesem Wandel? Ich wünsche allen unseren Gästen, unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern, unseren Referentinnen, unseren Referenten ein frohes, ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein Weihnachtsfest, an dem hoffentlich Zeit für Begegnungen mit vor allem der Familie und mit Freunden bleibt und vielleicht auch für das ein oder andere gute Buch.